Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Auch wenn ich die Videos meistens nachmittags hochlade, drehe ich immer vormittags. Also wundert euch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Wir kümmern uns heute um den Monatsabschluss für den Februar, der insgesamt sehr gut aussah, wie ich finde. Und wir machen dann wieder ein kleines Cash-Stuffing. Und machen quasi die ganzen Spartöpfe, wo hier irgendwie Kleingeld, Klimpergeld drin ist und so weiter und so fort. Die machen wir rund und haben dann zum Monatsende wieder schöne, volle Beträge in unseren Spartöpfen. Da freue ich mich. So, erstmal, womit fange ich denn eigentlich immer an? So, hier habe ich ja keinen Platz freigelassen, wie ich es ursprünglich geplant habe. Aber wir können das ja, weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt mache. Ich schreibe jetzt hier mal mit Lila daneben, mal gucken, wie gut ihr... Oder fangen wir mit den Einnahmen an? Ne, wir fangen mal mit den Ausgaben an. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also mein Monatsabschluss ist irgendwie für mich immer das komplizierteste Video. So, Fixkosten habe ich erstmal überarbeitet. Ich habe mein Ziele-Video gedreht, auch wenn ihr das wahrscheinlich erst nächste Woche sehen könnt. Und da habe ich meine Fixkosten neu berechnet und die liegen jetzt, ich habe ja ein bisschen zu hoch eingeplant, die liegen jetzt bei 822 Euro. Könnt ihr das sehen? Ja, ich glaube. So, die variablen Kosten, da hatte ich 980 geplant und ausgegeben haben wir 882,79 Euro. Jetzt rächt sich's, dass ich diese Zahlen nicht einfach hier hingeschrieben habe, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ja, ja, so ist das. So, für Trade Republic habe ich ja quasi 200 Euro überwiesen. Allerdings, und das macht jetzt die Reihenfolge bei mir immer so ein bisschen schwierig. Ich hatte ja auch Einnahmen, da die Einnahmen von Trade Republic, aber nee, das ist Trade Republic, gleich dort bleiben, gebe ich dir hier auch als Ausgabe an, weil das, also für alle, die jetzt neu sind, das hier habe ich ja tatsächlich ausgegeben. Aber was ich in Trade Republic investiert habe, was ich in meine Spartöpfe gepackt habe, was in meine Challenges gepackt habe, das ist zwar alles Sparguthaben, aber es ist quasi ja schon an Töpfe gebunden. Und unser Ziel ist es herauszufinden, wie viel Geld jetzt am Monatsende noch übrig bleibt, um es extra zu verstaffen. Und deswegen das, was ich zu Trade Republic überwiesen habe und das, was ich zusätzlich eingenommen habe, das ist quasi schon zweckgebunden an Trade Republic und dementsprechend steht es nicht mehr zur Verfügung. Das sind insgesamt 308,30 Euro. In die Spartöpfe habe ich am Anfang des Monats mit euch diese 400 reingepackt. Bei denen ist es auch geblieben, aber wir haben ja fleißig Challenges gespielt und da hatte ich am Monat, also im Monats Cash-Stuffing geplant 66 Euro. Insgesamt in Challenges investiert habe ich 1597,50 Euro. Wobei knapp 900 Euro von diesen 1600 sind gewandert in die Steuern. So, und da tun wir natürlich heute noch ein bisschen was rein. Also ursprünglich geplant waren 2476 Euro, hat das hier ergeben. Tatsächlich sind wir hier gekommen auf 4010 Euro und 59. Ist quasi das Geld, was jetzt offiziell verplant ist, weil wir es entweder ausgegeben haben oder schon in irgendwelche Töpfe gesteckt haben. So, dann habe ich noch errechnet unsere tatsächlichen Ausgaben, weil das sind ja die Fixkosten, die variablen Kosten und ich habe aus meinen Spartöpfen verschiedene Dinge bezahlt und das schreibe ich, glaube ich, jetzt mal hier oben hin. Tatsächliche Ausgaben waren, wo habe ich das hingeschrieben? 2432,63 Euro haben mein Partner und ich diesen Monat ausgegeben.
Für Fixkosten, variable Kosten und halt Urlaubstopf, Katzen und so weiter und so fort. So, ich finde 2400 Euro, das, ich möchte das gerne in Zukunft noch senken. Im März wird es wahrscheinlich nicht nötig möglich sein, weil bei Spatze ist der Laptop kaputt gegangen und da sind jetzt erstmal 500 Euro auch schon wieder weg. Deswegen, aber ich würde das gerne langfristig noch unterschreiten. So, zu den Ausgaben, oder? Doch, zu den Ausgaben kommen wir, nachdem wir uns den Einnahmen gewidmet haben. Dann schreibe ich mir nämlich hier noch unsere Sparsumme hin, die ich echt gut fand. Und die möchte ich eigentlich im März auch noch überbieten. Also ich möchte eigentlich unsere Ausgaben unterbieten und logischerweise möchte ich die Sparsumme dann überbieten. Das ist erstmal das zu unseren Ausgaben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn da irgendwas noch unklar ist. Ich weiß, jeder hat da seine eigene Logik beim Monatsabschluss und ich habe halt auch meine Logik, indem ich halt quasi Zweckgebundenes auch mit bei Ausgaben verplane. So, ich hoffe, ihr kommt damit klar, wenn irgendjemand Vorschläge hat, wie ich das für euch vielleicht oder für uns alle sichtbarer machen kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber so ist es für mich auf jeden Fall am logischsten. So, kommen wir zu den... Nee, erstmal müssen wir hier eigentlich unsere tatsächlichen variablen Ausgaben hinschreiben, damit ihr noch sehen könnt, wie sich das zusammensetzt. Und dann kümmern wir uns um die Einnahmen. Also, Lebensmittel hatte ich 600 eingeplant. Das versuche ich auch demnächst großzügig zu senken. Es waren ja 4 Wochen, 150 Euro in der Woche. Und tatsächlich ausgegeben haben wir 522,80 Euro. Für Auswärtsessen, da haben wir tatsächlich ein bisschen, sind wir drüber, 167,48 Euro. Wir waren einmal essen und wir haben, glaube ich, haben wir noch einmal Essen bestellt. Ansonsten ist das auch ein Döner oder wenn wir beim Bäcker uns einfach mal ein belegtes Brötchen holen oder bei Ditch so eine Käsezunge oder mal bei Nordsee ein Fischbrötchen. Also quasi alles, was wir nicht kaufen, um es zu Hause herzustellen. Also quasi auch eine Pizza stellt man quasi her, wenn man sie aufbäckt. Wisst ihr, was ich meine? Und meistens schreibe ich den Bäcker, wenn wir Brot kaufen, auch bei auswärts hin, wenn wir noch Kuchen dazu kaufen. Wenn wir nur ein Brot kaufen, dann schreibe ich das manchmal bei Lebensmitteln hin. Ist im Prinzip Jacke wie Hose, das ist alles das, was wir für Essen ausgegeben haben. Und ja, Nahrungsmittel sind definitiv unsere Achillesferse. Ich arbeite dran. So, für Fondkosten statt 200 Euro haben wir 189,51 Euro ausgegeben. Das ist sowohl tanken als auch Spatze hat ja keinen Führerschein, also fährt er Bus, Bahn und Zug. Und für Sonstiges, weil Spatze irgendwas gekauft hatte, was ich da nicht zuordnen konnte, waren 3 Euro statt 30. Und dementsprechend haben wir statt 980 ausgegeben 882,79 Euro. Ja, und hier ist definitiv noch eine Reise versteckt, die ich in den nächsten Monaten angehen möchte. Naja, wir arbeiten dran. Es hat ja auch immer alles ein bisschen was mit Mindset zu tun und so weiter und so fort. Ob man es schafft, die Kosten zu senken. So, das war das. Jetzt zu unseren zusätzlichen Einnahmen. Also Gehalt haben wir beide zusammen 2476 Euro gehabt. Dann, ich musste es hier oben drauf quetschen, weil ich nämlich bei Amazon Einnahmen hatte, mit denen ich gar nicht so schnell gerechnet hatte. Ich glaube, ich habe mit März gerechnet. Amazon, also wenn ihr unten in der Infobox über meinen Affiliate-Links irgendwas kauft, entweder das, was ich euch dort verlinkt habe oder irgendwas anderes, bekomme ich immer so ein paar Prozent quasi Provision. Und ja, Amazon zahlt das quasi aus ab 25 Euro. Und das hier waren die Einnahmen für Dezember. Das sind 36,24 Euro. So, ich denke mal, die nächsten Monate werde ich bei Amazon nicht nochmal eine Auszahlung haben, aufgrund von, ja, ich sag mal, wenn Weihnachten vorbei ist, dann passiert auf diesen Links generell nicht mehr so viel. Das ist auch alles in Ordnung. Ja. Nur ich versuche immer nebenbei noch ein bisschen zu reflektieren, mit welchen Einnahmen rechne ich jetzt zum Beispiel die nächsten Monate und versuche das Ganze immer so ein bisschen euch, wie heißt das Wort?
Transparenz zu machen. So, YouTube waren für den Monat Januar 182,39 Euro habe ich tatsächlich überwiesen bekommen. Mit Etsy, ich rechne ja, also wir haben bei Etsy einen Umsatz, davon nimmt Etsy sich etwa 18% Gebühren. Das Geld wird mir dann immer wöchentlich überwiesen und ich ziehe ja von Etsy noch ab, was wir fürs Gewerbe ausgegeben haben, weil ansonsten müsste ich ja noch einen Punkt Gewerbeausgaben haben und ich mache das aber so. Da machen sich manche ein bisschen Sorgen, keine Sorge, bei der Steuer passt das schon. Das ist nur für mich eine Übersicht, wie ich mit euch kommuniziere. Das heißt nicht, dass der Steuerberater und ich nicht vernünftig kommunizieren können. So, Etsy, also das, was jetzt noch übrig bleibt, da sind unsere Gewerbeausgaben abgezogen, aber noch nicht die Steuer. Deswegen spare ich ja monatlich auch in den Steuerspartopf. Weil von irgendwas muss ich ja dann die Steuern bezahlen. Also übrig sind quasi noch 1848,79 Euro. Und dann die Steuer zurückgelegt habe ich ja für diesen Monat knapp 1000 Euro. Was war's? 895,05 Euro. Und wir legen jetzt nachher am Cash-Stuffing dann nochmal 400 Euro rein, sodass ich quasi knapp 1300 Euro mehr für die Steuern zurückgelegt haben werde. So, wenn wir das dann noch abziehen, dann bleiben irgendwie nur noch 500 Euro übrig. Naja, so, werden wir mal gucken. Ich lege lieber für die Steuern ein bisschen zu viel weg als zu wenig. Bei Patreon habe ich quasi die Zahlung für Januar bekommen. Das waren 256 Euro und 44. Bei Trade Republic habe ich insgesamt 108,30 Euro dazu bekommen. Da zeige ich euch mal, hier habe ich es hingeschrieben. Wo ist es? Ja, ich habe Zinsen bekommen, 56 Cent erstmalig, weil ab Januar gibt es ja Zinsen. Dementsprechend gibt es die Zinsen im Februar zum ersten Mal überwiesen. Affiliate, wenn sich jemand von euch über meinen Link angemeldet hat, habe ich einmal 6,01 Euro gekriegt, einmal 50 und nochmal 50. Und Dividenden, da war der Februar deutlich schwächer als der Januar, habe ich insgesamt 1,73 Euro gekriegt. Wir können uns ja nochmal angucken. Im Januar habe ich 49,45 Euro Dividenden bekommen. Und das, obwohl ich nur 4.155 Euro insgesamt investiert habe. Da sind natürlich 50 Euro Dividenden sehr gut. Hier habe ich das Ende gar nicht hingeschrieben. Das können wir eigentlich mal noch machen. So, ich runde das mal. 4.830 habe ich zum Ende Februar investiert bei Trade Republic. So, in ETFs und in Einzelaktien. So, wo waren wir? Hier. So, und Rückzahlung habe ich noch einiges gekriegt. Ich hatte mir Klamotten bestellt, ich glaube im Januar allerdings. Und das hat dann eine Weile gedauert. Ich habe das zurückgeschickt, bis sie es prüfen und so weiter und so fort. 251,09 Euro. Und ich glaube, dann hatten wir noch ein paar Sticker, die auch nicht so waren wie angegeben. Ich auch zurückgeschickt und so. Ja, dementsprechend mit allem zusammen, das müssen wir jetzt hier hinquetschen, hatten wir Einnahmen in Höhe von 5.159,25 Euro. So, das sind natürlich ganz andere Zahlen durch. Ja, ich meine, gut, die Rückzahlungen, die sind eigentlich, die kann man außer Acht lassen, aber dadurch, dass wir es quasi im Januar ausgegeben haben, müssen wir es jetzt im Februar wieder einnehmen. Aber die 250 Euro, die sind ja eigentlich von meinem Konto verschwunden und wieder draufgegangen. Aber ansonsten, schön. So, und dann habe ich logischerweise gerechnet, unsere Einnahmen minus unsere tatsächlichen Ausgaben. Und da kam ich auf eine Sparsumme von, jetzt hat ein anderer, jetzt habe ich vergessen, wie das Wort heißt, eine Sparquote von 52%, worauf ich wirklich sehr stolz bin. So, ich finde, die können wir eigentlich mal noch, die können wir mal noch pink machen, um hier noch ein bisschen mit einer anderen Farbe rumzumehren und ein Ausrufezeichen. So, 52% finde ich sehr gut.
Was jetzt natürlich nicht hinhaut, hier sind natürlich noch die Steuern drin. Na, also meine Steuerrücklagen sind dort noch drin. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt berechnen würde, grob, wie viele Steuern müsste ich jetzt im Februar zahlen, dann müsste ich das natürlich noch abziehen und da würden wahrscheinlich unsere Sparquote noch ein bisschen geringer aussehen. Aber das ist erstmal das, mit dem wir arbeiten. Und ja, so, ich hoffe, das war jetzt erstmal übersichtlich für euch. Jetzt kümmern wir uns darum, die Spartöpfe rund zu machen. Das habe ich gemacht. Ich habe quasi erstmal bei allem außer Steuern einen Betrag hingeschrieben, um unseren Endbetrag rund zu machen. Dann habe ich geguckt, wie viel Geld ist am Ende noch übrig. Das habe ich, dann habe ich noch 400 Euro in den Steuerspartopf gepackt. Und dann waren am Ende noch übrig 130,44 Euro. Und das können wir eigentlich hier hinschreiben. 130,44 Euro. Ich sag's gleich nochmal. Auf jeden Fall das Geld, was übrig geblieben ist, habe ich zu Trade Republic überwiesen. Ich muss aber gucken, ob ich das tatsächlich schon überwiesen habe oder ob ich das nur geplant habe zu überweisen, weil ich ja, also als ich hier diese Übersicht gemacht habe. Deswegen, ich schreibe mir das erstmal hin und jetzt habe ich euch, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Wir gehen es der Reihe nach. Also, Im Führerschein waren zum Monatsbeginn 400 Euro. Ich habe 100 Euro bezuschusst, sind 500 Euro drin. Jetzt, heute, zum Monatsabschluss, tun wir kein Geld extra rein. Ich bin mit den 500 Euro im Topf zufrieden. So, dann haben wir die Schreibzeit. Das ist ja ein Topf, der nur dazu da ist, um, wenn ich dann Bücher rausbringen möchte, um damit meine Cover-Designs zu bezahlen, wenn ich den Auftrag gebe, oder ein Korrektorat, ein Lektorat und so weiter und so fort. Und da steht ja tatsächlich eine krumme Summe drin. Wir hatten 601,96 Euro zum Anfang des Monats und hier kommen rein 256,44 Euro. Das sind meine Patreon-Einnahmen und am Ende des Monats haben wir dann 856,40 Euro. Das spare ich auf dem Konto an, deswegen müssen wir quasi keine runden Beträge machen. Das ist völlig okay. Und da freue ich mich sehr darauf, dass durch Patreon dieser Topf wächst, weil sowohl für ein Lektorat als auch für ein Korrektorat als auch für Cover Designs kann man ordentlich Geld ausgeben. Und das entspannt mich sehr, dass ich weiß, falls ich im Laufe des Jahres tatsächlich ein Buch rausbringen werde im Self-Publishing, dass ich das auf jeden Fall finanzieren kann, ohne an irgendeinen anderen Notgroschen zu gehen. Ist also ein eigener Spartopf und... Wartet, meine Wasser ist alle. Muss ich gleich nochmal gehen, jetzt bin ich so voll. Genau. Weil ich dachte, dann ist es auch transparent. Patreon, da kann man mich ja unterstützen in meiner kreativen Selbstständigkeit und dass quasi die Einnahmen von Patreon auch komplett zu 100% in die kreative Selbstständigkeit wandern und ich mir davon nicht irgendwie beim Griechen ein leckeres Essen kaufe oder was auch immer, sondern es wandert wirklich komplett in diese kreative Arbeit. Finde ich sehr super. So, Steuern hat man zum Monatsanfang. Ach ja, 11.500 Euro und dann habe ich mich aber entschieden, ich habe ja den Steuerspartopf 2022 angefangen und ich habe ihn jetzt 2023 einfach fortgeführt. Quasi so lange, bis diese Steuergeschichte rauskommt und ich bezahlen muss. Und ich habe jetzt einfach überlegt, ich mache einen Cut. Das, was ich bis zum 31. Dezember in die Steuern gespart habe, das habe ich jetzt rausgenommen aus dem aktuellen Steuerspartopf. Das ist tatsächlich der für 2022. Und wir sparen jetzt quasi für 2023 neu an. Das ist für mich übersichtlicher. Ob das so logisch ist, weiß ich nicht, weil nehmen wir mal an, ich muss jetzt für 22 weniger Steuern zahlen, da bleibt ja noch Geld übrig, oder ich muss mehr Steuern zahlen, da muss ich natürlich noch mehr reintun, aber das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall ist jetzt quasi neu in dem Topf 2017,50 Euro. Ich habe mich entschieden, nochmal 400 Euro in die Steuern zu investieren.
Und da sind wir insgesamt bei 2.417,50 Euro. Und jetzt muss ich mir doch ein Wasser holen. So, das ist nur zur Übersicht, dass ihr euch nicht wundert. Wie kommen sie denn von 11.500 Euro zu 2.400? Ich fange quasi wieder bei Null an. Ich probiere das einfach aus, ob mir das gut tut oder ob das dann Hudelei gibt. Ja, bei meinem Steuerbüro war ich noch nicht dran. Deswegen mal gucken, das wird noch eine Weile dauern. So, Tiere hatten wir zum Monatsbeginn 500 Euro, 100 haben wir fest investiert, dann hatten wir zweimal Ausgaben. Zum Monatsende waren wir bei 476,27 Euro. Wir tun jetzt 13,73 Euro rein, sodass wir zum Monatsende mit 500 aus dem Tiertopf rausgehen. Achso, und bei Steuern nehmen wir jetzt kein Geld mehr in die Hand. Ich habe mir überlegt, ich tue ja das Geld in die Töpfe. Und dann bei so einem großen Topf wie den Steuerspartopf, dann nehme ich das Geld ja wieder raus, das kommt ja woanders hin. Da dachte ich mir, okay, den Schritt, den können wir auch rüberspringen. Aber der Tierspartopf, der, wo ist er denn hingekommen? Der wird jetzt tatsächlich und offiziell per Hand bespart. Ich glaube, das hier ist er, oder? Genau. So, und da können wir jetzt endlich loslegen. Das befriedigendste Ereignis im ganzen Monat, wie ich finde. Also, wir hatten 486 Euro drin. Das Geld stimmt auch. Das hier ist quasi, sind zwei Platzhalter. Und das ist neu. Das ist jetzt das aktuelle Geld. Und wir nehmen quasi hier diese, ja, was war's? Diese 86, sind das 86? Ja, diese 86, nee, hier fehlt noch ein Fünfer. Das müssen drin sein, 486, das sind 480. Hier fehlt noch ein 5-Euro-Schein, ist der noch hier drin? Nö. Dann muss ich das verplant haben. Na gut, wir nehmen auf jeden Fall das Geld raus und sehen zu, dass hier 500 Euro drin sind. Und ich dachte da tatsächlich an zwei... 250er ist da praktikabel. So, Fatze muss heute eh wieder zum Tierarzt. Der Mamaya hat wahrscheinlich was mit den Zehen. Und dann sind wir hier wieder bei 500 Euro. So. Ja, die Amaya, die hat... Mal gucken, was das mit den Zehen ist. Sie stellt sich, ich sag mal, sie stellt sich ein bisschen blöd an beim Fressen. Und daher nehmen wir an, dass sie vielleicht Probleme mit dem Kauen hat. So, mal gucken, wie viel das kostet. Als nächstes, der nächste Topf ist Freizeit. Da haben wir tatsächlich nichts ausgegeben den ganzen Monat. Ein Grund, weswegen ich überlege, Freizeit und Luxus zusammenzulegen und den vielleicht umzubenennen in Hobby oder so, aber dann arbeite ich noch dran. Mein Monk muss zufrieden sein. Wir haben 200 Euro zum Monatsanfang, dann haben wir vier Wochen lang ein bisschen mit Sparspielen gespielt. Insgesamt haben wir 33 Euro dazu gewonnen. Und ich habe mir überlegt, wir tun da noch 7 Euro rein und haben dann insgesamt 240 Euro im Topf. So, und der ist jetzt hier gelandet, weil ich jetzt so viel Geld in diesem Topf habe. Also ich finde, bis wir so viele Ausflüge haben und wir Lego kaufen oder Computerspiele oder was weiß ich nicht, bis diese 240 Euro alle sind. So, und das waren die 33 Euro. Und wir tun jetzt ja einfach noch einen Zehner rein und dann haben wir 240 Euro. Ja. Ja, mal gucken. So, der Topf kann tatsächlich über die nächsten Monate gerne noch ein wenig schrumpfen, weil, also ja, dass wir dort halt kein Geld mehr reinbuttern auf jeden Fall. Dann in den Gesundheitstopf, da waren zum Monatsbeginn 200 Euro drin und dann ist ja das Problem, dass wir zurzeit sehr viel, also sowohl Spatze hatte Hudelei als auch ich. Wir waren öfter in der Apotheke, die Ergotherapie musste ich noch meine Zuzahlung machen, sodass wir am Ende des Monats tatsächlich nur 71 Euro hatten. Ich dachte, wir packen 29 rein und haben dann 100 Euro drin. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich glaube, Gesundheit ist im Terrasso. So. Das sind die 71 Euro.
Und den 1 Euro tun wir weg. Und noch einen 20er. Und tun stattdessen noch einen 50er dazu. So, für alle, die mir noch nicht so lange folgen. Gesundheit ist logischerweise für Apotheke und natürlich auch für Zuzahlung für Physiotherapie, Ergotherapie, was auch immer man so hat. Aber auch für, ich sag mal, Zahnersatz oder wenn man irgendwelche Bandagen kaufen muss oder was auch immer. Ja. Und dadurch sind mir die 100 Euro eigentlich ein bisschen zu wenig. Ich habe ja aktuell, glaube ich, bei Gesundheit 1, 2, 3, 4, 5 Sparspiele, damit wir den ganzen Monat über diesen Topf ein bisschen besparen können. In der Hoffnung, dass er demnächst steigt. So, Kleidung ist gleich geblieben, 300 zum Monatsanfang, 300 zum Ende. Mehr als 300 Euro brauche ich, denke ich mal, nicht im Kleidungstopf. Bis Dezember müsste das noch ein bisschen mehr werden, weil wir brauchen nach wie vor Winterschuhe. Wir haben es letztes Jahr nicht geschafft, uns Winterschuhe zu kaufen, die uns passen. Ich denke mal, ich werde mir demnächst noch ein bisschen Kleidung für die Schule kaufen. Und ich glaube, Spatze braucht noch eine neue Jacke, aber mit 300 Euro werden wir da hinkommen. So, und im Autotopf hatten wir zum Monatsbeginn 1750 Euro. Das ist für Reparatur und für einen irgendwann mal neuen Gebrauchtwagen. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit erzählt, mein Auto ist so 12 Jahre alt. Wir waren jetzt diese Woche bei der Autowerkstatt, weil das Licht kaputt, beide Lichter vorne waren kaputt. Und die haben gesagt, nö, das, also ich gucke ja nun selten in meine Fahrzeugpapiere, weil mich das jetzt auch nicht so interessiert. Der hat gesagt, der wird tatsächlich demnächst 14. So, dementsprechend, das hier ist nicht nur unser Werkstatt-Top, sondern das ist auch unser zukünftiger Gebrauchtwagen, zukünftiger neuer Gebrauchtwagen-Topf. Gebrauchtwagen-Topf. So, jetzt habe ich es. Es sind also 1850 drin, die bleiben auch. Ne? Also wenn die Summen rund sind, dann müssen wir kein Cash-Stuffing machen. Heim und Garten hatten wir 300 Euro, 100 habe ich zum Monatsbeginn reingetan. Dann haben wir ein paar Sachen gekauft, wir waren unter anderem bei Ikea, im Baumarkt und so weiter und so fort. Dann haben wir jetzt zum Monatsende 148,45 Euro. Ich habe überlegt, wir tun 51,55 Euro rein, sodass wir dann jetzt 200 Euro im Topf haben. Und hier, Heim und Garten wird diesem Monat, also im März erstmalig, auch wöchentlich mit Sparspielen bespart, damit hier mal ein bisschen mehr Geld reinwandert, als das, was ich zum Monatsbeginn reintue. So, also das hier sind die 100, was habe ich gesagt, 48,45 Euro. Und wir tun jetzt einfach das raus, noch ein Fuffi und eigentlich können wir noch 20. Genau. Und da haben wir jetzt 200 Euro hier drin für sämtliche Projekte, die demnächst noch anstehen, auf jeden Fall. So, als nächstes Luxus, da hatten wir 100 Euro im Topf. Dann habe ich, das hier war ja Pokémon Go, dann hatte ich hier diesen riesengroßen Einkauf bei DM, wo ich mir echt mal was gegönnt habe. Also davon abgesehen, dass mein ganzes Make-up irgendwie entweder alle war oder uralt. Und noch ein paar andere Pflegeprodukte. Und die 17,79 Euro waren, glaube ich, Alltagssparen und nochmal was für Handy-Apps. Genau, dementsprechend haben wir zum Ende des Monats leider nur noch 8,52 Euro im Topf. Ich habe mich entschieden, 1,48 Euro reinzutun, sodass wir zum Monatsende 10 Euro im Luxustopf haben. Ja, selbst schuld. Aber der Vorteil ist, ich brauche jetzt für den Rest des Jahres kein, hier ist kein Luxus, kein neues Make-up mehr und höchstwahrscheinlich auch keine Pflegeprodukte. So, wo könnte denn, hier ist Luxus. Und dann nehmen wir dieses elende Kleingeld komplett raus, so wie es ist. Ach, hier ist der 5-Euro-Schein, den ich gesucht habe, oder? Nee, doch. Susan, es sind 8 Euro. Es sind 8,52 Euro. Jetzt bin ich immer noch nach der Suche von dem 5-Euro-Schein vor. So, und ich habe gesagt, 10 Euro packen wir rein. Haben wir hier noch irgendwie einen halbwegs hübschen 10er? Nein. Luxus. So, ja, Luxus ist halt immer leer und Freizeit ist eigentlich immer voll. Deswegen wäre schon zu überlegen, ob man das nicht zusammenlegen kann.
Ich meine, es ist okay, wenn ich mit dem Freizeittopf jetzt zum Beispiel, also wenn wir damit einen kleinen Ausflug bezahlen oder wir gehen mal ins Museum, wenn wir uns Lego kaufen, ein Computerspiel oder ein Puzzle, wenn wir uns damit kaufen oder meinetwegen auch, wenn ich mir mal eine Handy-App kaufe oder irgendwelches Ingame-Kramzeug. Aber der Luxustopf war ja ursprünglich mal für Friseur und Schmuck. Wobei ich glaube, ich seit 4 Jahren nicht beim Friseur war. Also ist die Frage, ob man den Topf braucht. Ich schneide mir meine Haare aktuell immer selbst. Ich hab eh wilde Locken. Also ob ich jetzt zum Friseur gehe oder nicht, es macht echt keinen Unterschied. Und ich glaube, seit ein paar Jahren war ich bald ja auch nicht mehr beim Friseur. Den schneide ich jetzt mittlerweile auch selbst. Naja, wäre zumindest eine Vereinfachung, wenn ich die zwei Töpfe wirklich mal zusammenlegen würde. Als nächstes kommt Technik, da hatten wir 350 Euro drin. Dann haben wir für 21,12 € ich glaube, ein paar neue Speichersticks gekauft. Sind also 414,88 €. Ich möchte 5,12 € reintun, damit wir 420 Euro haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo Technik hingewandert ist. Urlaub, Tiere, Luxus, Heizkosten. Technik. Ach, ich glaube, Technik ist relativ weit nach vorn gewandert, obwohl ich da meine eigene Logik nicht verstanden habe. So. Hier ist Technik. Also, wir nehmen jetzt hier raus 14 Euro. Wo ist denn das große Geld? Warte mal. Hier müssen 400 Euro drin sein. Warum sind die 400 Euro hier nicht drin? Ja, nee. Ich glaube, Spatze hat Toner gekauft und ich habe ihm Geld aus dem Techniktopf gegeben. Also er hat quasi ist zu Fuß hin und hat Toner gekauft, weil jetzt in der Release-Woche der Toner alle war und nicht so schnell versendet wurde, wie wir den gebraucht haben. Allerdings sind das ja Gewerbekosten, die eigentlich auch gar nicht mit dem Techniktopf, also ich brauche da halt irgendwo Bargeld her. Ich glaube, dass es mit den 400 Euro passiert. Und danach, wir haben das, ich habe dann tatsächlich eine Rechnung gekriegt. Ich versuche das gerade zu rekonstruieren. Und ich habe dementsprechend von Spanzer das Geld zurückbekommen und habe es gleich aussortiert. Also eigentlich müssen hier rein, also wir wollen ja, dass zum Monatsende 420 Euro drin sind. Wir tun dort 20 Euro rein und die 400 Euro sind tatsächlich alles Platzhalter. Also mit anderen Worten, ich habe die 400 Euro nicht zurück in diesen Topf getan. So, das weiß ich noch. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben und dementsprechend. Und die Platzhalter, die hatte ich dann tatsächlich auch in der Hand, habe mir aber irgendwie nicht überlegt, dass die ja wieder hier rein müssen. Das war ein Heckmeck, aber gut, Release, der ist sowieso mal Heckmeck. So, also hier kommen nur Platzhalter und die 20 Euro. Jetzt habe ich mich aber gerade gefragt. Naja, wir haben ja jetzt schon Mitte März, also der Monat ist ja quasi weitergegangen. So, im Geschenketopf hatten wir 200 Euro. Dann haben wir für 25,98 € etwas gekauft. Wir haben natürlich den ganzen Monat über auch gespielt. Deswegen, obwohl wir 25 € Ausgaben hatten, wären 197,05 € im Topf. Ich möchte 2,95 € reintun, sodass wir dann wieder 2 € haben. Und der Geschenketopf wird diesen Monat nicht mehr bespart. Deswegen ist der hier drin. Ja. So, hier nehmen wir das Kleingeld raus. Müssten also 100, ja, habe ich hier? Ja, ich habe viele Fünfer. So, dann tun wir jetzt noch den Fünfer rein. Und dann sind bei 150,90 sind wir wieder bei 200 Euro. Und ich glaube, damit kommen wir jetzt noch eine ganze Ecke hin. Deswegen wird der Topf auch nicht mehr bezuschusst. So, Feiertage waren 220 drin.
Dann haben wir im Laufe des Monats 9 Euro durch Sparspiele gespart. Sind jetzt also bei 229 Euro. Ich möchte dann 1 Euro reintun, sodass wir bei 230 Euro sind. Und auch Feiertage ist in diesem Binder, weil es diesen Monat auch nicht mehr bespielt wird. So. Und ich denke, dann nehmen wir einfach die 9 Euro raus. Tun es hier noch rein. Ist auch so ein Topf. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier hinhaut. 100, 20, 40, 60, 80, 100. Ach so, ja, stimmt. Da kommen ja nicht 200 rein, sondern 230. 10, 20, 30. Ist auch so ein Topf, wo ich jetzt schon eine Weile überlege. Also ursprünglich war der ja, weil ich ja gerne mal was kaufe, sowas wie Deko für Ostern oder für Weihnachten. Warum habt ihr eigentlich keinen Strom? Ich glaube, als ich Wasser geholt habe, ist hier schon wieder das Kabel rausgeflutscht. So, für Weihnachtsdeko. Ich wollte mir eigentlich auch einen neuen Schwibbogen kaufen. Und ich meine, Schwibbogen, Erzgebirge. Oder nee, ich wollte mir, glaube ich, eine Pyramide kaufen. So, mit 100 Euro aufwärts muss man da schon rechnen. Aber ja, ist jetzt alles nicht passiert. Und ich glaube, Weihnachtsmarkt wollen wir mit dem Topf bezahlen. Und ich glaube, wir waren letztes Jahr gar nicht. Wir haben es gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt geschafft, bilde ich mir ein. Weiß ich also nicht, ob dieser Topf noch so relevant ist. Also aktuell, wir haben das Geld, hier sind 230 Euro drin, ist alles fein. Ich habe jetzt, glaube ich, auch kein Problem, bis zum Jahresende hier überhaupt kein Geld mehr reinzutun, außer halt, wenn wir was ausgegeben haben, das aufzurunden. Und vielleicht lasse ich es dabei. Es ist halt so, ich muss schon damit planen. Ich habe hier jetzt noch einen Teilzeitantrag auf 50% gestellt. Den habe ich im Januar gestellt. Der wird vielleicht irgendwann demnächst bewilligt. Vielleicht muss ich noch ein, zwei Monate warten. Und zwar ist der für das neue Schuljahr. Und das neue Schuljahr beginnt immer zum 1.8. Ich weiß also, dass ich und Spatze, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben werden. Und deswegen überlege ich ja jetzt auch schon, wie ich mein Budget verändern kann, damit das quasi hinhaut. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo ich mir überlege, okay, ist der Feiertagstopf jetzt überhaupt... Ist der überhaupt lohnenswert, den so zu haben? Also den zu haben, ja, aber den auch fortzuführen. Mal gucken. So, beim Lesen hatte ich zum Monatsbeginn 120 Euro. Ich habe mir, glaube ich, 2 oder 3 Bücher gekauft für 26,95 Euro. Und wir haben aber auch die Wochen ein bisschen Geld reingespart in den Topf. Wir sind dann bei 115,05 Euro. Ich möchte 4,95 Euro reintun, sodass wir mit 120 Euro in den März starten. So, das sind die 115,05 Euro. So, das nehmen wir einfach raus und packen dafür noch einen Zehner rein. Und aktuell spare ich ja an den Topf tatsächlich auch nur mit der Zaubererschule und da sind die Beträge relativ gering. Also, ich denke, die 120 Euro, die können wir auch noch ein bisschen einschmelzen, finde ich. So, Nebenkosten. Da sind wir mit 1050 Euro gestartet. Wir haben fleißig gespart und gehen aus dem Monat mit 1413 Euro. Und ich würde dann noch 7 Euro reintun, sodass die 3 Euro weg sind und wir auf 120 Euro kommen. So, Heizkosten butter ich aktuell noch fleißig rein, solange bis der Bescheid kommt. Und ja, damit ich einfach auch irgendwie einen Überblick habe. Ich hatte zwar auch mal die Wohnungsverwaltung gefragt. Die meinte, in der aktuellen Abrechnung brauche ich theoretisch noch nichts zu befürchten. Aber ich dachte mir, naja, ich musste vor einem Jahr 800 Euro nachzahlen. Also ich finde, das war ein Schock. Ich habe jahrelang immer Geld zurückgekriegt und plötzlich musste ich 800 Euro nachzahlen. Also das war, weiß ich nicht. So, wir haben hier jede Menge Platzhalter. 500, 600, 7, 8, 9, 10, das ist der erste richtige 100er, 11, das hier ist nochmal ein Platzhalter, die kann ich dann austauschen, 12, 10 und 13, die 3 kommen raus, jetzt kommen noch ein 10er mit rein. So, ja, jetzt nachdem ich dann quasi den Monatsabschluss
fertig habe, können wir dann hier mal wieder ein bisschen Geld rausnehmen und ein paar Platzhalter reintun, damit das Geld hier nicht rumliegt. So, und zum Schluss noch der Urlaubstopf. In den wird aktuell noch gespart. Wo habe ich den? Hier war. So, da sind wir mit 750 Euro gestartet. 68 Euro haben wir ausgegeben. Im Laufe des Monats haben wir aber trotzdem durch Sparspiele ein bisschen gespart. Gehen mit 721 aus dem Monat. Ich möchte noch 9 dazu tun, dass wir 730 Euro haben. So, hier müssten auch Platzhalter drin sein. Genau, 700 Euro in Platzhalter. So, und das hier sind dann unsere 730 Euro. So, und hier habe ich ja beschlossen, noch so lange Geld reinzusparen, wie wir ein bisschen mehr Geld haben. Und sobald, glaube ich, 1000 oder 1500 Euro erreicht sein, das seht ihr dann wahrscheinlich nächste Woche im Zielevideo, ist damit Schluss. So, damit haben wir jetzt in den meisten Fällen schöne runde Sparbeträge. Das war das Cash-Stuffing. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist nämlich das, was wir im März hätten tun müssen. Da wollte ich ja hier noch 550 Euro verstuffen. Das habe ich ja nun nicht gemacht, weil ich wusste, dass die Spartöpfe eh nicht stimmen. Jetzt stimmen die Spartöpfe. Und jetzt können wir quasi noch die 550 Euro reintun und dann können wir endlich offiziell nach zwei Märzwochen können wir offiziell in den März starten. Mich nervt das immer, wenn meine Spartöpfe nicht stimmen, aber ich komme halt nicht passend dazu, die Videos zu drehen. Deswegen, naja, ist das ja manchmal ein bisschen unübersichtlich. Also es ist auf dem Papier ist es übersichtlich, aber in den Beinertaschen ist es manchmal ein bisschen unübersichtlich. So, also zuerst Führerschein. Spatzels Führerschein. So. Da müssen 500 Euro drin sein. 1, 2, 3, 4, 5. Komischer alter 100er. Und 100 Euro tun wir noch rein. Also sind wir bei 600 Euro. Genau, hier steht schon die Ausgabe. Aber den Wochenabschluss müsstet ihr schon gesehen haben. Nein. So. Gut. Dann als nächstes Tiere. Wo ist der Tiertopf? Ja, hier ist der Tiertopf. Da tun wir 150 Euro rein. Und wir haben ja jetzt wunderbare 1, 2, 3, 4, 500 Euro drin. Und da kommt hier noch ein 600 und noch ein 50 dazu. So. Schön. Ach, geilste Gefühl ever, wenn diese Töpfe stimmen. Zumindest kurz. Zumindest kurz. Die nächsten Ausgaben stehen hier schon drin. In den Gesundheitstopf möchte ich noch 100 Euro packen. Da sind ja jetzt 100 drin. Da kommen jetzt nochmal 100 dazu. Für die nächsten Eskapaden, so, das sind 100 Euro, kommen noch 100 dazu. So. Und dann haben wir noch Auto. Da sind 1850 drin. Hopp. Komm schon. Oh. Das ist riesengroßen Platzhalter. Also 1500. Ich kann euch mal wieder rauszoomen. 6, 7, 8, 50. Und es kommen noch 100 dazu. Also 250 sind richtiges Geld. Der Rest sind Platzhalter. So. Schön. Und als letztes kommen noch 100 Euro in Heim und Garten. Da hatten wir jetzt 200 und mit den 100 haben wir dann 300. So, sehen wir mal durch. 1, 50, 50 und da kommt, haben wir noch? Ja, ja, noch einen schönen 100er. So, und dann haben wir dann jetzt 300 Euro im Heim und Garten.
So, das war definitiv ein befriedigender Abschluss des Monats Februar. Ja, mal gucken, ob wir jetzt im März auch so viel sparen können. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, wir können ja mal gucken. Ach Gott, so sah mal im Budget noch vor einem Jahr aus. Hier fliegt auch kein Schwein durch. Hier war die Autoreparatur 970 Euro. Was ich gerade suche, ist tatsächlich die Betriebskostenabrechnung. Ah, im Mai, hier ist er. 813 Euro. Na gut, da müssen wir wahrscheinlich noch 2 Monate warten. Ich dachte, die kam im März. Na gut, da kommt es im April. Da müssen wir im April noch warten. Bis April? Nee, Quatsch, bis Mai. Müssen wir bis Mai noch warten, um zu erfahren, ja, wie viel wir nachzahlen müssen. Und ich denke aber, ich hab gut geplant. Der Topf sieht aktuell sehr gut aus und ja, was Besseres können wir eh nicht machen mit dem Budgetieren, wa? Jetzt hat dieses Video zumindest bei mir 47 Minuten gedauert. Ich werde zwar noch das eine oder andere kleine Schnipselchen rausschneiden, aber ich habe jetzt irgendwie nicht erwartet, dass das Video so lang wird. Naja, gut. Wir hatten auch viel Geldmacherei, nicht wahr? Und ich habe es auch versucht, so gut wie möglich zu erklären. Nun ja. So. In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon wieder auf den nächsten Monatsabschluss. Es ist für mich wirklich das coolste Video, weil danach die Töpfe einfach ohne Kleingeld so schön sind. Aber es ist halt auch eines der komplizierteren Videos. Naja, anyway. So, schreibt mir gerne, wie ihr das managt, euren Monatsabschluss. Und vielleicht kann ich dann noch ein bisschen Inspiration finden. Und ansonsten wünsche ich euch definitiv noch einen erfolgreichen Rest März. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.